Wir waren und für die Freie Liste den Beigeordneten der Kreisstadt Saarlouis, Wolfgang Krischel. Herzlich willkommen heute hier in Rhône. Und da haben wir auch in dieser Kreisstadt einen Bundesvorsitzenden, der kann dies schon sagen. Ich freue mich, dass Gudi Ludwig Bohn, Präsident des Bundesverbandes der Selbstständigen, heute auch hier bei uns auf dem Fest ist. Herzlich willkommen, Gudi. Ja, liebe Rhonerinnen und Rhoner, wenn ich mich so umschaue, die große Tradition ist auch da, die Kreissparkasse, vertreten durch Herrn Schäfer und seine Kolleginnen und Kollegen. Und ganz besonders freue ich mich, begrüßen zu können, die Vertreter der Rhoner Vereine. Auch ihr herzlich willkommen heute zu den Rhoner Tagen. Was wären die Rhoner Tagen ohne den Musikverein Rhonenschali? Herzlichen Dank für euren Auftakt. Wir freuen uns auf weitere Lieder. Ich wünsche euch viel Erfolg für die Zukunft. Ihr habt so gut gearbeitet in den letzten Jahren. Und ich weiß, wie schwierig manches war. Charlie, dir herzlichen Dank. Und euch herzlichen Dank und viel Erfolg noch für die Zukunft. Da steht mal die anderen. So, und Sie werden jetzt fragen, wer nimmt eigentlich dieses Jahr den Rhoner Tagen teil? Ich fange einfach mal auf dieser Seite an. Das ist der Tobe Rhonen, dann ist der SC Rhonen, dann der beste Pizzabäcker der Welt, Bello do Porto, dann die DJK Rhonen, Stellersund, Herr Laumann aus der Pfalz, Herr Bertram aus dem Saarland, der Udo Zech, uns allen bekannt, die Tennisfreunde Rhonen, der Hanno Muschel, die Malteser und unsere Freunde mit dem kleinen Kreppstand auf der rechten Seite und nicht vergessen sein, die Familien Sonje und Groß mit ihren Kirmesgeschäften. Eine Sau hat natürlich seine Blumenwitter dabei, auch das ist wichtig, Tradition bei den 100 Tagen. So, jetzt haben wir sehr viel geredet. Ich denke, es ist jetzt an der Zeit, dass wir zur Tat schreiten. Wir haben uns lange überlegt, was machen wir. Oberbürgermeister Roland Penz ist heute verhindert. Er hat den Empfang zur Oldtimer-Rallye in Saarlouis. Und wir haben dieses Jahr ja 100 Jahre Eingemeindung Rhone nach Saarlouis. Und dachten wir uns, warum nicht mal eine Eröffnung der Rhoner Tage mit einem Seniorpartner, einer alteingesessenen Rhoner Unternehmerfamilie mit Karl Hesedens. Ich sah hier in aller Öffentlichkeit Karl Hesedens mit einem S. Weil heute ist zum Schluss ziemlich durcheinander, aber wir haben ja zwei über die Ahnentafel gesprochen. Da fand ich noch mal festgestellt, früher hat man Hesedens mit 2 S geschrieben. Also auf der Website war dann nochmal wichtig, sodass das auch in Ordnung ist. Karl, wir sollten zur Tat schreiben, das ist ein erster Fasernstich. Daraus vielleicht kannst du mir ein bisschen helfen dabei. Meine. Aber noch eine Gruppe möchte ich nicht vergessen, die heute sehr, sehr herzlich bei uns willkommen ist, nämlich meine Freunde aus Italien oder die italienischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die ich für heute eingeladen habe. Wie gesagt, meinen persönlichen Grund für die deutsch-italienische Freundschaft, für die ich mich seit Jahren einsetze, aber auch darin, dass es zu einem wesentlichen und wichtigen Bestandteil der Bevölkerung hier im Rhön geworden ist. Und darauf sind wir alle stolz. Wer gutes Eis essen will, wer gute Pizza essen will, der muss nun mal nach Rhön kommen. Nur hier in Rhön findet man das. Denn ihr habt so viel beigetragen für das wirtschaftliche Leben unserer Stadt. Herzlich willkommen und herzlichen Dank. So, halten wir aus. Reise zur Tat. Ich darf an dieser Stelle noch begrüßen den Roland Köhl. Roland Köhl ist der Gebietsvertreter der Bitburger Brauerei, die dieses Jahr Hauptsponsor unserer Rhoner Tage sind. Ich darf euch herzlich bedanken für die riesengroße Unterstützung, die ihr hier auch seht mit der Mechanomobil, mit der Promotion-Aktion morgen Abend, mit den vielen kleinen und großen Aktionen, die uns in den nächsten Tagen noch erwarten. So, dann schreitet ihr zur Tat. Ich bin noch mal anschützen. Hat jemand eine Regenschirm dabei?
PO, nur hinten spritzt es nur, wenn ich laut auf Tür drehen. Dann werde ich keine bestimmte machen. Auch links hin. Ja, ja. Auch hier. Komm, ich Ich war vorher schon da, ich gehe jetzt ein Stück weg. Die Sache kommt mal genauso vor wie vor. Oder hat das oben die Finger weg? Das hat frisch auch immer versucht. Also End hat die Sache schon mal gehabt, so viel Applaus wird seit Jahren keiner mehr. So, also die Rotner Tage sind eröffnet. Viel Spaß, ich wünsche allen Betreibern viel Erfolg, uns hier viel Vergnügen die drei Tage. So, Musi feiern. So, also auch hier auf der Bühne, herzlichen Glückwunsch an euch. Wer ist dann euer Mannschaftskapitän? Dann ist der junge Mann auf dieser Seite.